Bernhard Schäfer will uns seinen Vogel zeigen. Normalerweise müsste er da sein. Wird aber erstmal nichts draus. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Sein Fasan macht sich rar, vielleicht zu viel Tamtam, zu viele Menschen. Er hat sich echt versteckt vor euch. Das ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Im Idealfall aber sollte genau das passieren. Er reagiert auf mich, wenn ich komme. Ist er da, wenn ich mit meinem Auto hier vorfahre, kommt er schon aufs Auto zu. Er begleitet mich sogar bis ans Ende seines Reviers, kurz vor der Brücke da hinten. Und dann bleibt er stehen und wir winken uns noch mal zu, ich aus dem Auto und er zu Fuß eben. Deswegen pirscht Bernhard Schäfer noch mal ohne uns. So, jetzt gehe ich mal hoch zu meinem Fasan, wo ich glaube, dass er lebt. Und wird mal wieder nicht enttäuscht. Schau an, schau an. Hat sich heute Morgen nicht erkennen, zu erkennen gegeben. Na, wie geht's denn so? Willst du ein bisschen spazieren gehen mit mir? Ja, wo gehen wir denn hin? Gehen wir über die Felder? Ja, das ist doch schön. Ja, unser kleiner Fasan hat sich womöglich versteckt vor uns vorher. Aber jetzt ist er da, er hat mich irgendwie entdeckt. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde spazieren. Vor ein paar Wochen stehen sich Bernhard und der Fasan zum allerersten Mal gegenüber. Da blieb ich einfach stehen, wie er auch, erschreckt, beide irgendwie erstaunt. Ich vor allem fasziniert auch, ob das schöne Tier ist. Und dann bin ich einfach irgendwann weitergegangen. Ich habe 3, 4 Bilder gemacht, Fotos gemacht für mich und bin weitergegangen. Und dann stand er auf und seither ließ er mich nicht mehr los. Der Vogel ist übrigens nicht auf der Flucht. Wenn Bernhard stehen bleibt, macht auch der Fasan Halt. Zum Glück ist Bernhard Schäfer Buchhändler und hat gleich Fachliteratur gewälzt. Das ist ein mongolischer Ringfasan, weil er so einen wunderschönen weißen Ring um den Hals hat. Er wird auch chinesischer Fasan genannt und ist dann von den Römern hier hergebracht, um ihn zu bejagen, ausgesetzt worden. Bernhards Fasan ist übrigens ein früher Vogel und gleich nach Sonnenaufgang aktiv. Runter vom Schlafbaum, nach Hennen Ausschau halten, ein wenig balzen und danach eine Runde mit Bernhard drehen. So könnte das ewig weitergehen, aber Bernhard will der Natur nicht im Wege stehen. Also ich denke mir, dass ich das Wandern und das Spazierengehen den Kontakt in nächster Zeit abbrechen werde, denn ich weiß, dass jetzt bald, wenn es wärmer wird, die Brutzeit beginnt. Das heißt, er möchte ja mit seinem Mädel, mit seiner Henne Nachkommen zeugen. Und ich weiß auch, dass Anfang Juni bis Mitte Juni die Kleinen schlüpfen. Wenn aber im Spätsommer die Nachwuchspflege abgeschlossen ist, mal schauen. Dann vielleicht drehen Bernhard und sein Freund der Fasan mal wieder eine Runde.